Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Computertisch aus dem Hause Vasagle. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser klappbare Schreibtisch für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Computertisch werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, für den Schreibtisch, vor allem im Homeoffice zum Beispiel, ist ein passender Tisch natürlich sehr wichtig. Hier finde ich vor allem preislich sehr interessant, was aus dem Hause Vasagle geboten wird. Würde ich in den Bereich der preisgünstigen Schreibtische einordnen, das ist meine Einschätzung. Ob es für dich der passende Computertisch ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Schreibtische auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Designtechnisch finde ich ihn durchaus modern, auch diese zusätzlichen Haken hier, die können durchaus praktisch sein, wenn man mal Schlüssel, Kopfhörer oder was auch immer da eben befestigen will. Von daher ist das schon ein Design, was Platz ziemlich gut nutzt, wie ich finde. Können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Der Schreibtisch ist klappbar, das ist für die Lagerung zum Beispiel auch sehr, sehr einfach. Stabiler Halt würde ich auch als einen Vorteil bezeichnen. Praktische Haken, ja, wie bereits gesagt, wenn du da mal ein Headset oder so dran anhängen möchtest, kann das durchaus praktisch sein. Insgesamt betrachtet, wie ich finde, ein Computertisch, der sich preislich sehen lassen kann. Aber ob du jetzt sagst, für dich ist das der passende klappbare Schreibtisch oder nicht, das ist deine freie Entscheidung. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis beziehen. Das macht auf mich einen fairen Eindruck. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Alles Gute, ciao.